Und herzlich willkommen zurück zum Fast Food Manager. Wir haben noch einiges zu tun. Jo, der hat ja 1012 Dollar. Wir müssen weitermachen. Was hat er denn? Zeig mal. Bratwürstchen, Hotdogbrötchen, Hörnchen. Gut, er hat noch, Soda. Er hatte nicht mehr Wasser, hat er nur einmal. Kaffee hat er nur einmal. Zuckerstangen einmal, Kaffeetasse. Milch, Donut, Schokoriegel, Schokolade. Hat er noch ein bisschen. Wir müssten eigentlich ein bisschen was nachordern, ne? Wir müssen von allem so ein bisschen nachordern. Für ihn, leider Gottes. Er hat nicht viel. Ist egal, wir ordern nach. Nee, so schlimm. Ein bisschen Water. Machen wir. Ja, 6 ist okay. Wie sieht's denn aus hier? Zuckerstangen hat er auch nicht mehr viel gehabt, ne? Machen wir 5. Dann mit die Becher machen wir auch 5. Ne? Kaffee war auch. Machen wir auch 5. Milch. Machen wir 9. Ja, ich will 10 eigentlich haben, aber nee, wenn wir 9. So, Hörnchen gebe ich ihm nochmal 20. Soda kriegt er auch nochmal 25. Ist okay. Schokoriegel kriegt er auch nochmal 15. Doch nochmal 15 für die Pralinen, wa? Oder was ist das? Ja, 14. So, Donuts kriegt er auch nochmal 20. Genau. Ich hoffe, wir haben eigentlich hier noch 694 Dollar. Kann nicht wahr sein. Achso, ich bin auf der falschen Seite. Sorry. 694 Dollar. Ich weiß gar nicht, wie spät wir es haben. Ich guck gleich mal nach. Erstmal hier immer die ganze Kacke hier. So, also, Penne. Hier, Donuts. Chocolate. Schokoriegel. Soda. Milk. Coffee. Hörnchen hat er zwar meine jetzt mit, Zuckerstangen, zack, und Water. Jetzt können wir mal gucken. 1 Uhr vor, eigentlich müssten wir noch pennen hier, verdammte Kacke, aber wir gehen mal gucken, ob unser Lager voll ist. Weil dann können wir gleich nämlich nochmal shoppen gehen. Und ramtamtam ist die Kohle weg. Easy peasy. Wie sieht's aus? Wasser haben wir noch einmal. So, was haben wir hier? So, genau. 6-mal Würstchen, 12-mal Milch haben wir. Soda. Ey, wir brauchen unbedingt Soda, ne? Ey, da liegt nur Geld. Und nicht wenig, verdammte Kacke. Gut, das ist hier zu. Teig hier macht. Wir brauchen Soda, wir brauchen Wasser. Und vielleicht noch 4-mal Würstchen, dass wir 10 haben, ne? 10 Packungen. Wie sieht's aus? Ach, wir holen uns auch noch Hörnchen, ne? Ich weiß ja nicht, die wollen ja Hörnchen haben. Wir holen 40 Soda, Hörnchen und ja, ist gut. Zack, ist gleich her. 40. Hörnchen mal 35 für mir. So, dann was war noch? Ach, wir nehmen alles mal ein bisschen mit. Kaffee, nee, Kaffee, obwohl, Kaffee haben wir, glaube ich. Wasser nehmen wir hoch. Zähne. Milch. Kommen auch nochmal 5 mit. 5 reicht erstmal. So. Mann, Mann, Mann. Ja, man muss ja aber auch wirklich auf jede Scheiße achten, Mensch. Wenn man hoch hinaus will, muss man auf alles achten, sei euch. Auf alle. Bedingungslos. Denn die Konkurrenz schläft nie. So, hier haben wir Kaffee. Ist noch da, siehst du. Soda. Sehr schön. So. Water. Cold water. Milch. Zack, 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 zack. Ist alles da, alles da, alles da. Hier drinnen auch. Yep. Wir lassen das Ding mal laufen. Wir bereiten ein bisschen vor.
wenn wir schon nicht schlafen können, dann machen wir auch fertig, ne? Ich meine, so, da hier wird nichts. Wie viele Dinger sind denn da drin? Ist das ein Bug oder was? Ja, komm raus da! Denkst du, ich mach Spaß oder was? Oh, drin. Drin. Woher hier? Ich versuche mal, keine Würstchen fallen zu lassen. Oh, oh, oh! Meine Mayo hat einen Abgang immer. Oh, meine Mayo wieder. Boah, die geht ja richtig. Die haut ja ab. Easy. Sag, was machen meine Brötchen? Na, fertig. Drecksack. Wieso ist der noch schwarz geworden? Nachher grillt hier oder was? Mit Würstchen. Das hört sich immer an, als ob der sich da ein Würstchen einfach mal so hinter die Kiemen schießt. Die Saudi. Oder vielleicht leckt der da nochmal dran. Mach an den Grill. Und nichts kommt nichts. Was los hier? Ist das fertig? Mein Gott, ist er. Der MGX hat offen. Ist schon soweit? Ne, wir machen noch nicht auf, oder? Ist mir zu blöde. Bin noch ja nicht fertig mit allem. Vorbereitung ist das halbe Leben. Ich will auf jeden Fall die Würstchenstände hier voll haben, ne? Was ist denn mit die Dinger da? Was sagt der Teil? Alles nur gut. Sir? Sir! Wir haben geschlossen. Nee, 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 nee. Mach das da drin. Mann, nicht da oben rauf. Was verstehst du denn daran nicht? Ist fertig? Wunderbar. Gut aus. Ich weiß ja auch nicht, was ihr habt. Gucken wir mal, machen wir hier so. Unter das Teil. Können wir vielleicht eh ein Würstchen rausnehmen? Ach, wisst ihr, was wir machen? Die trotzdem alle fertig, ne? Logischerweise. Mann, und typisch fällt mir wieder ein Würstchen runter. Ihr kennt mich. Ich bin der, der die Würstchen fallen lässt. Ist das fertig, das Ding? Ja. Schnell mal rausnehmen. So. Können wir ja schon mal eine Packung hier schon mal so inlegen, so damit wir, ne? Kann losgehen. Zack, der Teil ist geöffnet. Becher haben wir noch hier noch. Könnte aber auch langsam wieder mehr werden, ne? Lässt zu wünschen übrig. So, zack. Muss ich hier lauter drehen wieder? Mein Gott, ey, das ist von Spiel zu Spiel anders. Aber hier hört man sowieso nicht so viel. Hier hört man nur das Brummen der Würstchen. Die nie fertig werden, habe ich das Gefühl. So. Gut. Können wir eigentlich mal aus Spaß schon machen? Man kann ja nie wissen, ne? Was haben wir da? 30 Milliliter, 60 Milliliter, 60, oh oh. 120. Was will er jetzt hier? Ah ja, Drohspar, Drohspar. Ja, warte mal kurz. Na, ist er schon fertig? Wunderbar, hau rein, gib mir das Geld, danke. So, was will der haben? Der will Ketchup, Mayo und ein Croissant. Zack. Schön. Was ist denn hier los? Einmal oh, hallo. Ja, Soda. Fix ein Söderchen. Hier drin. Ein Kaffee schwarz. Und noch ein Soda. Ja, der Kohle. Die Würstchen hier. Muss hier immer gut gefüllt sein. So, zack. Was will er? Er will Soda.
Croissant, das ist easy. Wunderbar. Ja, zack. Mein Gott, da brauche ich ja schon wieder eine Würstchenpackung hier. Reicht ja fast ja nicht hier, was wir machen. Fulltime hier. Konkurrenz schläft nicht. Verdammte Scheiße. Wollte eigentlich ein Würstchen. So. Oh, fertig. Ah, so, ja, okay. Kaffee mit Milch. Zack. Und klatsch. Hey, wenn das nicht fertig wird, dann kann ich auch nichts dafür. Der, siehst du, der will nämlich nur einen Hotdog. Der alte Bauarbeiter. Putz. Zack. Und Kohle, her mit der Kohle, du. Jetzt sehen sie aber ratzfatz hier die Brötchen, ne? Schon Feuer heizt. Wenn das so weitergeht. Ah ja, geht doch. Oh, da war ein Würstchen schon drin. Sorry. Mann, stopp das Würstchen. Nein! Mach die Würstchen in das Brötchen, Junge. Da hinten rollt mein Senf. Einen anderen Platz dafür, ne? Das wird doch so nichts. Ich mach mal kurz sauber hier. Das kann nur helfen. Ja, sonst rutschen die Kunden vielleicht auf den Bechern hier aus. Was ist hier los? Ja? Okay, gut. Zwei Kaffee schwarz. Gut. Und ein Hotdog mit Senf. Soll er kriegen? Oder? Junge, du kriegst dein blödes Croissant. Käffchen. Nur gut ist, dass die hier in dem Spiel nicht klauen, ne? Das würde mir noch richtig auf den Sack gehen. So. Da noch hinlegen. So, was fehlt jetzt? Senf, ne? Einmal haben wir noch. Wir müssen dann auf jeden Fall nachkaufen. Was darf sein? Kaffee mit Milch und ein Croissant. Aha, Frühstück oder was? Oh, ich lege die Croissants immer erstmal auf den Tisch, damit sie eine gewisse Reibung kriegen. Ich hoffe es... Oh, den Kaffee, da mag ich das genau dasselbe, damit er erstmal geschüttelt wird. Ciao, ciao. Ich hab ciao gesagt. Ja. Ja, wenn du das sagst. Hey, 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 hey. Hier werden keine Becher weggeschmissen. Die werden wiederverwertet. Wunderbar. Was darf sein? Sir! Sir! Da trägt er einfach eine. Also wirklich, trägt er einfach hier einen Bauhelm. Was ist mit dem los? Warte mal, ich, den Würstchen kann er da noch rein. Ah, bist du doch wiedergekommen. Ja, ich habe mir da gedacht. Du willst ja deinen Kaffee haben, ne? Du willst ja deinen Kaffee. Ansonsten läuft doch nicht auf der Baustelle. Kollege, was ist denn los? Zack, hier, bitte. Ciao, ciao. Lässt doch viel besser ackern. So, wie sieht's aus hier? Noch mal ein paar Würstchen. Ja, der will ja nur ein Croissant, wird der schnell. Oh. Ups. Das ist für spezielle Kunden. Ah ja. Kannst du haben. Wir haben da nämlich gerade einen Hotdog, was hier so rumliegt. Was ganz frisch ist, meine ich. Hier bitte. Hoppala, ist mir aus der Hand gerutscht. Tschö. Na mach, dass du wegkommst. Weg jetzt. Was ist da los? Der vielleicht noch ein Autogramm oder was? Ein paar Brötchen machen. Ja, jetzt bin ich aber in Laune, wa? Kick mal, wie vorbereitet ich bin hier auf alles. Sir, wollen Sie einen Kaffee? Na gut, dann nicht. Wer nie hat, wer nie will, der hat schon, ne? Wunderbar. Hallo, Sir. Also, ein Kaffee schwarz kannst du haben. Was macht das Brötchen hier? Ist das fertig? Ne, wir warten immer noch kurz. Falls es doch noch nicht so... falls es doch noch mal nach... Hoppala, ist mir aus der Hand geflogen. Ich bin heute aber auch schusselig.
Ciao, ciao. Warum wird das hier nicht fertig? Hallo? Naja, geht doch. Wie viele Brötchen waren da? War da nicht vier drin nur? Ja, anscheinend sechs. Anscheinend doch sechs, was mich verwundert. Aber gut. Ah ja. Immer so doch. Ein Kaffee mit Milch. Noch ein Kaffee mit Milch. Brötchen sind noch nicht fertig. Gut, der kriegt hier aber erstmal seinen Croissant. Der kriegt den anderen mit Milch. Zack. Und den Becher hat er gleich weggeschmissen. Ich werde richtig fuchsig gleich. Ups. Ja. So. Und so. Guckt euch das an. Das ist hier voll mit Hotdogs hier, die Scheiße. Nimm mal einen Hotdog, Junge. Nimm mal einen Hotdog. Nicht böse. Hoppala. Officer, komme gleich. Bin gleich da. Ja, es gibt noch andere Kunden hier. Nicht genug Kaffee? Was mir jetzt erzählen hier? Junge, Junge. Sag ich doch. Brauchen wir noch Milch und so, ne? Ja, sonst ist sie ja wieder fuchsig. Kriegt doch wieder ein Bußgeld. Darf sein? Kaffee? Sag, alles wieder gefüllt. Gerade frisch. Gerade frisch. Da sollte der Kaffee richtig gut schmecken. Ah ja. Der Alte kriegt noch schnell ihre Soda. Gut. Also, sorry. Hier, dein Kaffee. Schön, jetzt halt hier so viel Hotdog-Scheiß gemacht und keiner will... Nein, ist egal. Was soll das mit die Kaffeebecher? Hört auf, sie vor meinen Laden zu schmeißen. Junge, was ist denn? So viel keine Schlangenlinien auf mich zu hier. Oh, ciao. 787 ist nicht dolle, muss ich ehrlich sein. Das ist mau. Das ist wirklich mau. Ah, schön. Arbeit ist vorbei, hier kommt keiner mehr, ne? Ich glaube nicht, hier ist Feierabend. Scheiße. Becher wieder hingeschmissen. Ich flipp hier aus. Gut, dann rennen wir jetzt erstmal nach Hause. Und kicken, was der so eingenommen hat, ne? Wir kicken, was der so eingenommen hat und, ich hoffe, es ist viel. Ich meine, er hat ja auch viel anzubieten, ne? Pralinen, Schokoriegel, all so eine Scheiße. Ich hoffe, er hebt die meiste Kacke nicht den Penner hier. Hey! Was ist los? Vernünftig, Mann! Was man hier eigentlich noch alles kaufen kann. Eine Couch, ein Bett, eine Dusche. Hier mit Fernseher. Das ist das Wohnzimmer hier. Das ist die Küche. Ich penne hier in der Küche, kann das sein? 40, 177. Soll das ein Witz sein, Junge? Soll das ein Witz sein? 177 ist ja ein Scherz, ne? Ihr habt Zeit, nein, ich doppelt deine Jungen. Die Becher mit. Was ist denn mit dem? Halt die Klappe, Mann. Junge, Junge, Junge. Ich versuche hier meinen Job zu machen und der quatscht da die ganze Zeit seinen Dreck. Gott sei Dank sind wir da weg, ne? Gott sei Dank. Oh, mach mal auf. Mach doch mal auf. Nicht doch.
Aber der Teil ist... Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Jetzt komme ich da ja nicht mehr ran. Aber ist offen. Ihr könnt kommen. Ah, scheiße. Mayo und Senf. Mayo und ja, na klar. Lauf! Okay. Wo haben wir? Der. Ja, okay, so viele brauche ich nun auch nicht. Zurück. Die kommen, die kommen. Die will noch einen Kaffee und einen Croissant. Und der Zahnarzt will nur einen Croissant. Ich komme. Ich komme, ich bin da. Hallo, hallo, hallo. Also ein Croissant. Ein Croissant. Hat doch gut geklappt. Ich weiß ja nicht, was jetzt... Ach, scheiße. Gut, unten kam er. Croissant. Und Kaffee. Ja, mit denen ihre Croissants, ja, in der Frühstückszeit, ne? Hier, zack. Hä? Ist der Becher hin? Einen habe ich in der Hand. Ich muss hier mal ein bisschen umstellen, Officer, zack. Milch. So, erstmal kriegt der Arzt, ne? Sorry, Mats. Oh, Officer, jetzt kommen Sie. Der mir jetzt geklaut oder was? Er sieht auch sehr... Ah, scheiße. Er sieht sehr müde aus. Ciao, ciao. Auch, dass du wegkommst. Hey, holt euch mal die Hotdogs. Ich muss auch die verbrauchen, ne? Guck mal. Die sind ja richtig schön abgekackt. Ja, komm mal her, hol dir einen Hotdog. Junge, Hotdog. Natürlich zum vollen Preis. Nicht, dass du jetzt irgendwie gedacht hast, du kriegst einen halben oder so. Schön ordentlich halten. Ich brauche auch mehr Tische langsam, ne? Wobei. Das ist auch ätzend, ne? Weil dann kommen immer mehr Gäste und dann bin ich ja richtig am Abkacken hier. Ja, das ist klar, ne? Ich bin hier gerade am Flaschen hinstellen. Und die will jetzt... egal, die kriegt jetzt so ein abgefucktes Hotdog. Ja, bitte. Oh, sie auch? Gut, warte mal. Oh, Ketchup. Ich hab doch Ketchup in der Tasche, Mann. Hier. Yeah. Und ein Kaffee will sie. Na, zumindest der ist frisch. Ah! Nee, Spaß beiseite, auch der ist nicht frisch. Genau aus dem Grund ist der Kaffee nicht frisch, weil sie den Becher sofort auf den Boden geschmissen hat, nachdem sie fertig war. So, was hat er hier? Der kriegt... Ja, die Mario hat sich auch erledigt. Und... Zack. Hat auch den Becher sofort runtergeschmissen. Das macht mich echt ein bisschen wütend. Aber gut. Willen Hotdog mit Ketchup. Muss die alten Dinger loswerden, ne? Das hat hier keinen Sinn sonst. Hä? Ja. Jo, hier kommt nochmal her. Ketchup. Mayo. Und ein Croissant, ne? Officer. Und ihr Croissant. Ciao, ciao. Mein. Zack. Können wir anfangen, wieder die nächsten Brötchen zu machen. Würstchen. Eins noch, okay. Das ist natürlich sehr gut. Alter, noch zwei Packungen Würstchen. Wir müssen Würstchen nachkaufen in der nächsten Runde, ne? Ist ja nicht zu fassen. Wie viel... Wir haben noch von allen richtig gut. So, sehr schön.
Ein Söder. Söder kommt zu viert. Hört auf, die Scheiße hier hinzuschmeißen. Nicht mehr witzig. Wie viele Becher hier liegen? Ey, kickt euch das an. Ist ja nicht zu fassen. So. Zack. Und zack. Denn reinlich ist schön. So. $987 ist okay. 90% Miet. Okay. 90%. Sausage. Zack. Mit Zucker, ja? Mit Zucker, die Arme. Was? Gut, mit Zucker. So, immer Hotdog mit allem. Kann man hier die alten Gambling, da müssen wir ein bisschen kicken. Welche jetzt am gammeligsten sind. Nichts für unnut, aber. Naja, ihr wisst schon. No, 1002. Hier vorne, die sind, glaube ich, gammeliger, ne? Boah, nee, der hier ist zum Beispiel gammelig. Also nicht gammelig, aber die beiden. Ich muss die loswerden lang. Und die alten, die werden sonst, die schmeiß ich sonst weg. Das ist ja schon mal gut. Für ihn ist das ja genau perfekt. Ist er? Also der kann ja den alten Gambling haben. Der hat damit auch nicht so eine Probleme. Das macht sein Magen auch mit, ne? Sein Magen ist das gewohnt. Oh, schön. Nun siehst du, läuft doch. Wunderbar. Ist doch wunderbar, ist das. So, was brauchen wir denn hier eigentlich aufgabenmäßig, ne? Tisch. Wir könnten noch mal langsam... Ich habe Angst vor den Tischen, ne? Holen Sie sich eine Lizenz zum Verkauf von Flaschenbier. Wollen wir das machen? Lizenz? Lizenz für Flaschenbier. $25 Woche? $25 die Woche? Na, warten wir noch. Oder? Ich habe hier auch gar keinen Platz. Uäh. Ich habe hier auch gar keinen Platz. Das müssen wir machen, wenn wir in dem nächsten... Vielleicht, ich denke mal, das wird der nächste sein. Da drüben, das große. Können wir uns ja schon mal angucken. Okay. Dann können wir da Kaffeemaschine... Also den Grill, Würstchen-Ding und so hinstellen. Kaffeemaschine. Hier vorne könnten wir eigentlich servieren. Also man hat auf jeden Fall mehr Platz. Und hier hinten auch. Coffee, Tea. Kann ich mal deine Becherchen haben? Officer. So, oder? Aber hier hat man echt Vertrauen zu den Menschen, ne? Also die klauen nicht oder so. Easy, die lassen alles liegen. Gefällt mir gut. Ziehst dir mal Socken an, stinkt hier. Nichts für ungut. Der zimmert sich jetzt wie Hotdogs oder nicht, fasset nicht. So, das ist matschig. Das ist matschig. Ja, okay, jetzt kommen sie aber alle hier mit ihren Hotdogs, ne? Die wollen jetzt richtig. So, sie will Ketchup und Senf. Die Kleine, aber gut, wie ich sehe, ist sie im Training, ne? Alter, die hat ja ein krasser Kreuz als jeder andere hier. Lieber ein bisschen auf, ne? Wir wollen ja, wir trauen dem Frieden hier nicht. Dass das mit die Würstchen hier reicht. Dann kommen sie hier nämlich wieder an und dann langt hier ja nicht. Junge, ich will dich ja nicht sabotieren, aber du. Hör mal auf am Handy hier zu spielen, Junge. Du hast zu wenig Zucker, du hast wenig Kaffeebecher, deine Kaffeemaschine ist der letzte Dreck. Das ist weg, Mann. Man hört auf, die Scheiße hier hinzuschmeißen. Wirklich, ey. Wer klatscht da hinten? Guck mal, die haben auch so Stehtische, ne?
Ist das mein Ketchup? Alter, mein Ketchup ist bis hierhin gerollt. Okay. Das merke ich mir. Nein, die Brötchen. Ups. Passiert mir sonst nicht, das schwöre ich euch. Was ist das denn? Der Schornsteinfeger oder was? Na gut, auch der braucht mal ein Getränk. Zack. Und Becher hingeschmissen. Und geschlossen. Und geschlossen. Wir werden jetzt noch warten. Das eine Brötchen hier. Und dann setzen wir das nämlich auch darin. Und dann ist gut. Ja, ist zu. Tut mir leid. Ich sehe, Sie haben starken Hunger. Sie können sich anscheinend nicht entscheiden. Verdammt nochmal. Was mache ich? Esse ich was? Esse ich nichts? Esse ich? Esse ich nicht? Und sie hat sich entschieden, nichts zu essen. Oh, zack. Kurz sauber machen hier. Klatsch. Schön sauber ist es. 1069, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Wir werden jetzt noch eine Nacht pennen. Das warten für die Folge, aber ich will noch sehen, was er hier eingenommen hat. Aber $40 müssen wir ja an ihn bezahlen. Der muss doch jetzt mal wenigstens 200 Dollar eingenommen haben. Etwas über. Das wäre mal ganz schön. 191? Ist das ein Witz oder was? Gut, wir sind bei $1205. Es muss hier langsam, also wir müssen wirklich Geld sammeln. Wir brauchen auch jetzt, glaube ich, Würstchenpackungen und so, ne? Ist egal. Ich habe, hoffentlich, Leute, ich hoffe, dass wir jetzt mal ein bisschen flott vorankommen, damit ich den nächsten Laden kaufen kann. Und ich überlege echt noch, ob wir uns diese Bierlizenz da jetzt noch holen. Vielleicht bringt die wirklich Kohle. Vielleicht ist Bier so beliebt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es konnte euch ein bisschen unterhalten. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut da rein und ciao.